Hallöchen, Hallöchen, zurück zur Sid-Kampagne von Age of Empires 2 Definitive Edition. Ich habe die zweite Mission schon einmal aufgenommen, die ging mir dann aber zu lang, weil ich da viel rumgesucht habe und erstmal die ganze Karte aufgedeckt habe, um rauszukriegen, wie ich was machen muss. Und das will ich euch nicht antun. Ich zeige euch gleich direkt, wir gehen hier gleich Go Straight On, dann dauert die Mission noch nicht so lange. Also nochmal, meines Feindes Feind. Wieso ich so viel über El Cid Rodrigo Diaz weiß? Ich bin Ximena von Asturien und die Herrin dieser Burg. Rodrigo und ich wurden im Jahr 1075 in Kastilien verheiratet. Es waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Zumindest wenn mein Ehemann nicht gerade in die Schlacht gegen die Mauren entsandt wurde. Im Osten, im Heiligen Land, sprechen sie alle nur von einer muslimischen Expansion, der Seldschuken. Doch hier in Spanien treibt uns eine andere um, die der Mauren. Die Mauren haben schon so lange in Südspanien geherrscht, dass Christen und Muslime oft in Frieden nebeneinander lebten. So war es in der Stadt Toledo, die zum Gebiet der Mauren gehörte, aber auch Christen beheimatete. Ein politischer Mord hatte Toledo in einen Bürgerkrieg gestürzt. König Alfonso sah gleich eine Gelegenheit, sein Reich zu erweitern. Unter dem Vorwand, die Ordnung wiederherzustellen, griff er Toledo an. Er befahl El Cid, seine Armee zu führen, auch wenn man sich abermals fragen muss, ob er den Cid nicht absichtlich in Gefahr brachte. So, also sofort. El Cid muss überleben. Das kriegen wir hin. Wir machen jetzt erstmal hier Bim. Bim. Mein Cid, ihr müsst uns helfen. Die Rebellen zerstören unsere Stadt. Sucht nach dem Imam. Er wird wissen, was zu tun ist. Er floh zu dem See im Osten. So, da hatte ich nämlich hier am Anfang gar nicht zugehört. Und damit war ich doch schon völlig raus. Wir machen mal erstmal hier ein Dorfzentrum. Dann wieder alles auf defensive Haltung und dann kommen wir mit denen hier erstmal los. Ja, wir haben hier eine ganze Menge feindlicher Fraktionen. Dies ist unser Brunnen, mein Cid. Ihr mögt jedoch daraus trinken, wenn ihr wünscht. Ich bin Mutamid von den Mauren. Wenn ihr nach Toledo gekommen seid, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, so seid ihr meines Dankes gewiss. So, das sind aber unsere Verbündeten und da können wir wunderbar Handel treiben. So, wir brauchen... Moment, ich hatte doch hier... Egal. Wir bauen jetzt hier noch eine Mühle hin. Presto, voy. Servidor. Servidora? So, erstmal so viele wie wir können. Und dann setzen wir mal. Konstruir. Mande. Talar. Servidor. Talar. Zack. Si. Konstruir. Dann kommen schon die ersten. Ja, gut, dass die auf defensiv sind, sonst wären die jetzt hier. Presta. In den Tod gerannt. Presto. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Konstruir. Und eine ganze Menge Nahrung. Mein Cid, wenn ihr Nahrung braucht, so könntet ihr im See fischen. Könnten wir, machen wir aber nicht. So, das Transportschiff kriegen wir auch geschenkt. Und dann können wir hier gleich rüber. Und dann finden wir hier den Imam, den wir suchen müssen. Seid willkommen, mein Cid. Die offene Rebellion in den Straßen zwang mich, aus Toledo zu fliehen. Ich versuchte, die Spanier und Mauren zu besänftigen, aber sie hörten nicht auf mich. Die Macht der Rebellenanführer beruht auf den Reliquien, die sie aus Kirchen und Moscheen geraubt haben.
Wenn ihr mir alle vier geraubten Reliquien bringt, könnte ich diese Rebellion womöglich befrieden. So, das ist unser eigentliches Hauptziel. Wir müssen vier Reliquien besorgen. Jetzt gucke ich gerade, wo haben wir hier... Ich könnte ja hier mal diese... Tralala. Dauert jetzt alles so seine Zeit. Servidora, talar. So, hier ist Gold. Ist nämlich auch nicht weit weg. Hier nach links geht es nicht weiter, da ist nur Wald. Trotzdem mal freispielen hier. So, genau. Lassen wir die mal hier hinlaufen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Construir. Servidora? Sagt das Holz, das sieht auch gut aus. Construir. Sí. De grado. Ahora. So, dann können wir schon mal eben dahin schicken. So, ein Problem haben wir und das ist nämlich Stein. Weil das nicht unbedingt ein Problem ist. Zumindest nicht auf dem relativ leichten Schwierigkeitsgrad hier. So, hier unten. Ah, hier wird es uns diesmal sogar angezeigt. Weil gestern, wo ich das mal gespielt habe, da hatte ich hier nämlich schon alles freigeschalten, habe ich schon rumgekämpft. Ah, hier sieht man alles schön. Sehr gut, sehr gut. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, jetzt müssen wir aber erstmal... Tüdüt. Hier kommen nämlich immer wieder kleine... Speer und Reiter durch. Das werden wir mal unterbinden. Da wir nicht so viel Steine haben, machen wir das so. So, 6 Hemden auch. Machen Holz. Brauchen wir da 150 Nahrung. Ach, da haben wir sie. Upp. Geht das Holz schneller? 6. Na, eben. Ja, eben noch. Und dann können wir hier anfangen aufzubauen. Presta. Construir. So, construir. Servidora? Dann konstruieren wir. Dann mache ich jetzt am besten, ich erlege gerade Wasser, brauchen tun wir erstmal eine ganze Menge. Ich glaube, ich werde erstmal das bauen. Dann bauen wir neue Reiter. Bauen wir hier hinten. Bauen wir hier hin. Und Fernkämpfer. So, Waffenschmiede. Boom. Und du baust Häuser. Dann läuft es. Dann haben wir noch ein Tor, nämlich ein Stern, sondern das Holz.
Das reicht ja. Marktplatz ist frisch. Münzprägung, das brauchen wir nicht. 200. Ne, ich mache erstmal 4. Also 4 Marktkarren. So viel Gold werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Aber man weiß ja nie. Schicken wir den erstmal dahin. Du baust weiter Hütten. Bevölkerungsmaximum ist 100, das weiß ich schon. Brauchen wir noch ein paar für die Steine. So. So, müssen wir hier so weiter. Hier gibt es nämlich noch eine Brücke. Mein Sith, wenn ihr Burgen errichten wollt, so werdet ihr reichlich Stein brauchen. Meine Späher haben einen großen Steinbruch im Südosten entdeckt, der euch interessieren dürfte. Konstruier. Der interessiert mich sogar sehr. Wenn wir einfach ein paar Türme wegmachen hier. Bis dahin. Wir sind ja hier. Die Steine und die können wir ganz gut brauchen. Mande? Auch wenn sie nicht überlebenswichtig sind. Konstruier. Das ist schon klar. So, wie viel bringst du denn? 7. Aha. Ob ich das gestern gemacht habe? Ah, ich hatte die hier hinten. Genau, da waren es 15. Fahrt. Servidor. So. Konstruieren. Die Türme sind zu easy. Die Ritter haben kaum Probleme damit. So, machen wir weiter hier. Konstruieren. Presto. Wieder Lump. Sie? Konstruier. Bisschen aufs Holz achten. Das ist 13. Doppelt so viel, als wenn es hier ist. Und so viel weiter ist es jetzt auch nicht. Können wir noch zack, den setzt er schneller. Und dann sieht der Dude aus. Mande? Können wir hier noch. Bei Nahrung bräuchte ich ja nicht so viel. Konstruieren. Ins können wir machen. Presto. Agora. Plasme. So, dann brauchen wir jetzt hier. Wir brauchen noch Kloster, Universität, Schmiede auf jeden Fall. Konstruiert. Servidora? So, du baust jetzt immer ein Tor. Konstruier. Mande? Und du baust weiter Hütten. Konstruier. Ein paar können wir ja noch. Und dann können wir auch mal ein paar. Die schicken mal ein bisschen gleich hier hin. Presta. So, bis hier hinten müssen wir durch. Da brauchen wir aber auch noch ein paar Dorfbewohner. Sie?
Konstruir. Na, konstruieren. Sehr schön. Kriegen wir hier auch noch Goldeinkommen. Dann können wir gleich mal hier ein bisschen. Kavallerie. Ja. Infanterie brauchen wir jetzt noch nicht. Kavallerie. Servidor. Dann. Ah, Moment mal hier. Nee, halt. Sie? Genau, das brauchen wir auch noch. Konstruiert. Zack. Mande? Excavar. Mande? Excavar. Presta. Komm. Excavar. So, den werden wir mit weg. Sie? Boy. Plasme. De grado. Sí. Der braucht Kloster kommt auch gleich erstmal Universität. Construir. Servidor. Excavar. Servidora. Excavar. So. Und viel Gegenwehr kommt jetzt hier nicht mehr. Okay, die Uni ist fertig. Dann bauen wir das Kloster. Konstruiert. Bogenschützen schießen. Genau. Wieso greift ihr da an? Das sollt ihr doch gar nicht tun. Da sollt ihr eigentlich hin. Mande? Presta. Das hier 90. Konstruier. Zwei Häuser. So, hier, Daumenringe. 100% Treffsicherheit, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann... Also die Mange ist ganz schlecht gegen die Festung. Mit drei Treffer und dann sind die kaputt. Müssen wir wahrscheinlich Rammböcke nehmen. Aber die sind immer so nervig, weil die nicht durchkommen. Und ach, Herr Jemini. Da muss ich mich aufregen. Gold haben wir. 2, 3, 4. Presto, de grado. Voy. Menschen besitzen 50% mehr Lebenspunkte. Sehr schön. Bewegen sich schneller, das ist nicht schlecht. Das brauchen wir nicht. Ja, das könnte man auch nehmen. Eigentlich egal. So wichtig. Sie? So, 6 Stück, dann kommt mal her, Jungs. Agora. Konstruier. Steinchen. Sie? Servidora? So, das haben wir. Dann kommt jetzt noch Stein dazu. Ist doch alles supi. Wir jetzt hier zu. Gold fehlt. Machen wir mal schon hin hier. Steine, genau. Dann sind die Steine schneller abgebaut und wir müssen nicht so lange warten, bis das fertig ist. Alles klar. Machen wir das so.
für den Fall, dass die durchkommen. Hier oben ist auch noch ein bisschen Stein. Die Frage, wo war es? Da. Genau. Sehr schön. Presto. Dreier. Einer kommt noch. Ich würde aber gerne noch berittene Missionare. Ja, die vier hier, die werden dann die Reliquien schnappen. Mande? Die brauchen sowieso ewig. Von daher. Boy. Agora. Platme. Können wir die mal hier hinschicken. Wird eine Weile dauern, bis die ankommen. Ich hoffe, die werden nicht gekillt. So, Uschi, du baust mal hier das letzte Haus. So, alles gut. So, ich schau noch mal genauer nach. Aber 100 sollte das Maximum sein. Schon schöne Sachen. Aus. Ja, 100 ist Ende, alles klar. Dann kannst du sterben. So. Du bleibst hier stehen. Für den Fall der Fälle. So, jetzt kommen Steine. Wunderbar. Sind ja eigentlich mit dem Mönch. Servidor. Ja, die Missionare sind nämlich wesentlich schneller. Erlösung, machen wir das? Na klar. Dann können wir uns nämlich hier hinten, hier, ich glaube hier ringsrum sind nämlich Kasernen und Ställe und sowas. Die können wir dann erobern und dann können wir da direkt Nachschub ordern. So, das erforschen einfach mal alles, was geht. Dann bräuchten wir noch ein paar Rammen. Oh, schön, schön Gold sammeln. Gut, hier haben sie auch noch. Also Goldprobleme haben wir auf jeden Fall keine. Gut, das kostet nicht viel, das kostet auch nur und das kostet auch alles klar. Nehmen wir alles mit. Ob das brauchen wir oder nicht, völlig egal. Völlig egal. So, haben wir alle. Monday? So. Ach nee, wir müssen zack. Und die noch mit drin. Genau, die sind schon fleißig am Heilen hier. Okay. Das funktioniert. Okay, ich muss doch jetzt mal sagen, bringt das mal bitte zurück hier. Zip, zip, zip. Und dann... Konstruiert. Da wird es da, das ist da viel zu weit hier. Das ganze Rumilatsche. Sind noch zwei am Holzhacken hier? Konstruieren. Ja, macht man schön mit. Mich schon gewundert, dass das Holz hier so wenig ist. Jolt. Wir könnten es ja auch ohne Rammen machen, aber. Servidora? Dauert dann nur etwas länger.
Mal gucken, Infanterie, die habe ich schon wieder. Also irgendwie ist das so, ja. Immer meine Strategie, die Infanterie mitzunehmen. Infanterie macht mehr Schaden an Gebäuden. Bewegt sich schneller. 200 Nahrung. Na komm schon. Kriegt er da hin hier. Wirksam gegen Gebäude. Dann nehmen wir einfach mal Schwertkämpfer mit. Ja. Da haben wir ja schon. Vielleicht lassen wir dann nämlich die Rammen weg, die nerven. Aber das ist da auch hier alles zugebaut. Das ganze Gebiet. Und bis die da durchkommen. Ach, da kriegst du eine Macke. Dann nehmen wir einfach mal noch ein paar Schwertkämpfer. Sie? Sie? Servidora? Komm, wir haben es doch. Setzen wir hier zum Schutz eine Burg drin, falls dann doch mal irgendwer kommt. Wenn die Steine alle abgebaut sind und das Gold auch, dann haben wir wieder Bevölkerung frei. Das läuft, das läuft. Dann machen wir die mal auf die 3. So. Presto. Schmiede sind das durch. Nehmen wir auch schon was durch. Mande. Sie. Wie viel HP haben die eigentlich? 60, das ist nicht der Hammer. Ja, wir werden es mal testen. Chief? Agora. Sauber, sauber. Presto. 16 Stück. Boy. Ja, komm, damit wir langsam mal loslegen können. Degrado. Agora. Gehen wir hier hin und fangen an, hier alles niederzureißen. Stein ist bald durch. Bevölkerungslimit haben wir auch erreicht, also gleich. Ah, das sind sie. Presto, voy. Servidor. Voy. Mande. Das sind 23. Voy. Die passen ja nicht alle rum. Degrado. Agora. So, was ist das mit dem hier? Santiago. Die Mühle zerlegen, mal gucken, wie schnell er die geht. Mande.
Ja, so ja nicht verkehrt. Dorfzentrum. Hier, 2, 3, 2, 4, 2, 1. Ah, die bauen hier sowieso wieder alles neu. Ja, da wollen wir nicht hingehen. Hier ist Gold vorkommen und das ist einfach nur eingemauert. Das brauchen wir glücklicherweise nicht wirklich. Cooler dieser Mission ist, dass Toledo verbündet ist und wir deswegen genau machen wir mal kaputt hier, deswegen hier durch die Tore können. Das ist voll cool. Da müssen wir nicht alles einreißen. Mann, das war ein Stall. Missionare. Zack. Na, da kommt schon ein Mönch, ein feindlicher. Presto. Mande. Voy. Servidor. Okay, hat irgendwie nicht so hingehauen. Blub. Sehr schön. Reliquie Nummer 1 ist unser. Mande. Ach, die werden dann zerstört? Okay, wenn das ein normaler, warte mal, das werden wir hier gleich mal, Presto. Servidor, plazme. Ah, heilt, 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 schön. So, dann können wir direkt weiter. Servidor. Steine. Ah, jetzt ist los. Ihr kleine frechen Mönche. Den haben sie jetzt weggenommen. Der ist gleich wieder schick. Und den Mönch erstmal platt machen. Da ist keiner. Ja. Die mit den Fähnchen hier oben drauf. Da sind Reliquien drin. Vielleicht noch meine schönen Mönche hier kaputt machen. Ist nicht. So, du hol mal das Ding. Die Reliquie. Wenn du mal durchkommst. Degrado. Okay.
So, dann geht's hier direkt mal weiter. Zeit verschwenden. Ah, Gold ist alle. So, die Festung können wir ignorieren. Vorläufig. Ja, die sind wesentlich schneller hier. Ich finde das super. Sauber, dass ich schnell zu. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt mit der Burg wird. Kann noch irgendwas zu heilen hier? Ja. Servidor, klaff mich. Machen erstmal Platz. Wobei wir. Ach, wir hauen gleich drauf hier. Oha. Jo, das wird natürlich ein Spaß. Durch hier. Ah, die können jetzt nicht mehr schießen. Ah. Das ist so nah sind. Das ist natürlich super. Sonst hätte ich die wahrscheinlich alle verloren. Ah, hier ist einfach zu wenig Platz. Könnt ihr jetzt mal versuchen? So, der hat. Der hat Kind. Ich weiß noch nicht, ob die denn drauf schießt. Ich versuch's mal. Schnapp dir mal eine Reliquie, wenn du durchkommst. Durch die ganzen Massen hier. Ich komm nicht durch. Kämpfe. Ist das euer Ernst? Das ist ja eine Freche. Oh, er steht hier immer noch rum. Was ist denn erstmal außer Reichweite hier? So, ihr kommt auch alle mit. Wir müssen das Ding ja nicht zerstören. Ja, jetzt werden sie natürlich zerlegt hier. So, erstmal Heile machen. Servidora, presta. So, das kann alles weg. Brauchen wir alles nicht mehr. Genauso. Hier ist alles Chili Billy. Bin ich wieder völlig übertrieben hier mit dem Ausbau. So viel brauchen wir ja nicht. So, jetzt müssen wir nur noch die alle hier abgeben und dann ist es fertig. Jetzt gucke ich mal, kommen wir hier durch? Na klar, kommen wir hier durch. Presto,
Die können doch machen, was sie wollen. Achso, hier war ja noch eine Mauer. Ah. Ach, ist Zeitverschwendung. Brauchen wir ja nicht machen. Gehen wir wieder den Weg, wo wir hergekommen sind. Da kommen wir hier auch durch. Da bin ich mir jetzt gerade ja nicht sicher. Nee, da will ich nicht lang. Presto, agora. Presto, agora. Na, ihr da nicht zu nah lang. Nicht zu nah. Nimm mich böse und schieß mit dich. Presto, agora. Servidor, lasst me. Degrado. Diese Uak. Lasst me. Boy. Degrado. Agora. Degrado. Mande. Boy. Santiago. Ah, du bist heute noch weg hier. Wird er wohl schaffen? Hm. Interessant. Servidor, plazme. Presto. Mande. Mande. Ach, hier ist auch neu alt. Aber brauchen wir nicht. Presto, agora. Nicht jetzt. Okay. Ich dachte, ich könnte hier durch. Ah, vielleicht wäre da oben. Naja, dann gehen wir hier lang. Kleine Mönche. Sí, de grado. Ahora. Ja, ja, kommen wir hier nicht auf komische Gedanken. So, die Viere kommen hier rein. Ich weiß gar nicht, ob es Acid auch mit muss. Den nehmen wir einfach mal mit. Fünfe passen rein. Brauchen wir nur eine Fahrt machen. Sí, voy. Plazme.
So, und zum Abgeben müssen wir hier, genau, Reliquie ablegen. Mande? Sie bringen die Reliquien zur Moschee auf der Insel. Sie? Auf sie! Mande? Plathme. Boy. Presto. Boy. Und womöglich würde jetzt hier Krieg ausbrechen. Hier kommt schon Kriegsgalern. Aber wenn man alle mitgenommen hat... Oh, die Junge, stell ich mal dahin. So. Dann ist nämlich direkt Nun, Ende. Da ihr mir diese Reliquien gebracht habt, wird das Volk Toledos mich anhören. Und ich kann der Rebellion ein Ende setzen. Ich danke euch für diese noble Tat. El Cid. Kriegsgaläre. Echt jetzt? Braucht die so lange, um ein Transportschiff zu besiegen? Gewonnen! So einfach. Wieder war El Cid siegreich und übergab die Stadt an König Alfonso. Sowohl Mauren als auch Christen riefen seinen Namen von den Stadtwällen und nannten ihn El Cid Campeador, mein Herr der Eroberer. Nach fast 400 Jahren maurischer Herrschaft unterstand Toledo wieder einem christlichen König. Doch Alfonso war noch immer nicht zufrieden. Er bezichtigte den Cid, auf Kosten der Krone nach persönlichem Ruhm zu streben. Als Alfonso hörte, wie die Bauern den Namen des Cids statt seines eigenen riefen, wurde er noch wütender. In diesem Moment wusste ich, dass unser glückliches Leben in Kastilien bald ein Ende findet. So, genau, da habe ich mich jetzt verklickt. Das wollte ich jetzt nicht machen. Laufendes Spiel beenden. Zurück zur Kampagne. So, und dann geht's morgen weiter mit Die Verbannung des Cid. Also, bis dann. Ciao.